Hallöchen! Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Wir müssen hier immer noch Sachen aufheben und an zur Brauerei bringen. Ja, dann den einen haben wir ja schon vorgeschickt. Der ist auch schon fast da und sie kann ja rennen. Hoch. Es war Trine. Trine kann ja auch rennen. Das heißt, sie ist jetzt auch gleich hier. Yeah! Oh Gott, wie sieht der denn aus? Sehr hübsch. Mit Sonnenbrille wieder einer unter Tage. Der hier liegt schon. Ist der umgefallen? Das ist ja wirklich so ein Holzstück, als wäre die wirklich hier reingerammt in den Boden nur. So viele Zwerge gibt es anscheinend gar nicht. Ja, okay, dann lassen wir. Kommt die gute alte F9-Taste. Damit wird alles abgelegt aus dem Inventar. Außer die Kiepe. Das ist jetzt die Mod gewesen. Okay, deine Arbeitszeit ist einfach bewirbt. Erledigen kannst du das zur nächsten. Durch die nächste Tür. Bla. Okay. Warum auch immer jetzt keine Sprachausgabe war. Ich soll jetzt hier ein Bier herstellen. Dann geben wir ihr mal wieder normale Arbeitszeiten. Ah, er macht schon. Die sind natürlich schon fertig. Das ist der Schalter, von dem sie vorhin gesprochen hat. Oh. Gut. Eigentlich sind wir jetzt auch zu zweit, wenn wir so eine Tür auch haben. Da wird jetzt vorgemacht, wie man es macht. Ja, genau. So macht man es anscheinend nicht. Dann brauchen wir mal ein Bier. Dupti-dum. Dann spule ich jetzt auch mal wieder. Wobei das halt schon, also ich finde das schon schön gemacht hier mit diesem Topf noch und dass er dann auch zu allen hingeht. Also für so ein damaliges Spiel echt gut. Und da ist das Bier auch schon fertig. Und die sind auch fertig. Bei denen geht's nicht. Oh, die Augen. Das sind ja die Kiffer gewesen gerade. Jetzt, okay, jetzt saufen sie. Und die sind immer noch zu doof, durch die Tür zu gehen. Okay, das heißt, der Vorsprung, den sie hatten, der ist jetzt so langsam. Reicht's! Schnell durch die Tür und weiter zur nächsten Aufgabe. Muss ich jetzt so ein Bier mitnehmen? Ich nehme es einfach mal mit. Was hat sie denn für den Kopf? Durch welche. Ah ja, die Tür. So, dann gehen wir mal zur Tür. Und. Ah, hier ist, da ist der Knopf. Oh, okay. Dann drücken wir mal auf den Knopf. Und er steht ja hier schon bereit. Also wenn das wie bei den anderen ist, dann muss ich jetzt schnell durch. Klick, 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 klick. Oh ja, es war wirklich. Hat er das jetzt? Ja, da. Ist durchgekommen. Das heißt, sie kommt nicht durch. Oder geht die Tür dann auch auf, wenn ich die Tür da. Okay, die geht nicht auf. Aber, ja, okay, die bleibt offen. Gut, dann schnell. Oh, da, da. Ich glaube, das müssen wir kriegen. Den Pokal. Los! Oh nein. Wer freut's? Oh nein. Das war ja doof. Oh, eine grüne Leiter. Hinterher! Worauf wartest du noch? Wenn der Nocker mit dem Hamster die Ziellinie erreicht, hat er den Wettkampf gewonnen. Ja, ja, ja. Ich habe mich halt gefreut. So, dann schnell. Oh, jetzt ist das wieder so schräg. So, dann mal hoch hier. Los, kletter! Hol ihn ein!
Er ist bestimmt langsamer mit dem Ding. Ja, er klettert. Okay, er klettert genauso schnell. Ah, aber jetzt ist er langsamer. Okay. Oh, da ist ja ein Hamster drauf. Oh. Kurz vor Ziel. Yeah. Das war ja eine knappe Kiste. Okay. Sehr schön. Es ist ein Clan gefunden. Yay. Wiggles ist nur der Clan-Name. Gar nicht die Bevölkerung. Schiebung, Verwickelung! Schiebung! Das gibt Kloppe! Okay. Was hat der denn für ein geiler Dialekt? Okay, dann gibt's das Kloppe hier. Los! Du schaffst es! Die gucken gar nicht zu, die gucken nur wild in der Gegend rum. Nicht mal er guckt zu. Aber sie guckt zu. Greife den Nocker an. Ja, und die Zwerge werden angegriffen. Ah, da sieht man sogar wo. Ja, genau, also Wiggles ist anscheinend der Clan-Name von dem Clan, den wir spielen. Und ja, die heißen Nocker und keine Ahnung, wie die anderen noch heißen. Dann haben wir noch die Kiffer kennengelernt. Und diese mit den weißen Anzügen da vorhin. Boah, in Zeitlupe. Wow. Oh yeah. Boah, mit Blut. Ich hoffe, das ist ja, das ist okay für YouTube. Aber er ist nicht tot. Okay. Möge Fenris dich verschlingen. Wir sehen uns noch. Oh Gott, ey. Ja, wir haben den Wettkampf gewonnen. War zwar knapp und auch, naja, war das fair. Wobei, er war ja auch unfair zu uns vorhin. Das heißt, war schon okay. So, das war das Tutorial. Jetzt geht die Kampagne los. So, erstmal Landschaftsbild. Mit schönen Schmetterlingen eigentlich, ja. Das ist schon ganz hübsch gemacht für die Atmosphäre. Ah, hier muss es sein. Hier ist Fenris ausgerissen. Endlich, dann lass uns graben. Jo! Ich soll auf euch aufpassen? Ich bin nicht Elfe geworden, um hier den Wigglesitter zu spielen. Hier, die schickt euch Odin. Die Ringe sind alles, was von Fenris Halsband übrig ist. Der Ring der Luft und der Ring der Erde. Aber passt gut auf sie auf. Verstanden? Wir sind ja nicht blöde. Da unten muss es noch mehr Ringe geben. Was war denn das gerade? Auf der Stelle geflogen. Kompliment. Die gottverlassene Senke passt hervorragend zu eurem mickrigen Lager. Schlagt es am besten hier auf und seht euch dann um. Die halben Portionen von den anderen Clans stecken bestimmt hier irgendwo in der Erde. Vielleicht wissen die, wo Fenris und die Ringe stecken. Die hören gar nicht zu. Werd's nie kapieren, wie man unter der Erde leben kann. Na, amüsiert euch schön. Dreck ist ja genug da. Blöde Elfe! Donner doch gegen den Fels da! Elfen! Oh.
Die ist auch zu blöd zu fliegen. Und jetzt schnappen wir uns diesen Fenris. Okay. Ja, jetzt geht's los. Jetzt sind wir so ein bisschen auf uns gestellt. Wir haben hier zwei Ringe bekommen. Von den anscheinend 6 Ringen, die wir finden müssen. Ein Lagerfeuer haben wir gekriegt und wir haben 5 Wiggles. Die sehen wir hier. Das ist der Marinus, die Adula, der Diederich, die Heidrun und der Roman. Okay, ja, dann würde ich jetzt auch mal sagen, wir werden hier noch die Arbeitszeiten einstellen. Der Diederich, was hat der denn für eine komische Arbeitszeit? Heidrun und der Roman kriegt jetzt dann die Schicht. Okay, dann bauen wir mal die Feuerstelle noch hier hübsch hin. Ich baue die mal nicht ganz in die Mitte. Dann passt hier vielleicht noch was daneben. Und hier diese Schatztonnen, die kann man auch aufmachen. Das habe ich im Tutorial gar nicht gemacht. Genau, die kann man auch noch aufbrechen. Und da sind immer so Sachen drin, wie hier in dem Fall Essen. Hier haben wir schon Pilze gegeben, 2 Steine. Ist ganz nett. Und noch mehr Pilze, Grillpilze. Und es ist immer sinnvoll, diese Pilze hier am Anfang zu fällen. Weil dann wachsen die nämlich gleich nach. Und wenn man dann wirklich mal ein bisschen mehr Zeug braucht, dann sind schon Sachen, liegen schon Sachen da und ja, die kann man dann verwenden. Gut. So, was haben wir hier noch? Hier hinten, da ist noch so ein Steinbrocken. Da kann man auch noch Steine rausklopfen. Und ja, die Feuerstelle haben wir. So, das heißt, dann bauen wir auch mal ein Zelt, wie wir es in dem Tutorial auch gelernt haben. Und wir können ja auch mal die Ringe hier ein bisschen beiseite legen. Das sind die Ringe. So, die lege ich mal, weiß ich nicht, hier hin, in die Ecke so ein bisschen, damit sie nicht im Weg liegen. So, und dann lesen wir uns mal die Aufgabe durch. Was haben wir eigentlich zu tun? Finde die 6 Ringe. Die Elfe sagte uns, dass Fenris Halsband, das Gleipnir, aus 6 magischen Ringen bestand. Dem Ring der Erde, dem Ring des Wassers, dem Ring der Luft, dem Ring des Feuers, dem Ring des Lebens und dem Ring der Magie. Wir müssen die 6 Ringe finden und das Gleipnir neu schmieden. Anders kann der Höllenhund nicht bezwungen werden. Die fehlenden Ringe müssen irgendwo unter der Unterwelt sein. Okay, das ist unser Auftrag. Ah, jetzt fährt er hier gar nicht mehr durch. Die Aufträge sehen wir aber hier auch nochmal. Okay, da steht es auch nochmal. Sehr schön. Ja, genau, ich habe hier auch die gleichen Arbeitszeiten und Freizeiten eingestellt für immer Mann, Frau, damit die halt, ne, wie wir vorhin mit Knicknack gehört hatten, auch sich etwas annähern. Und ja, dann würde ich sagen, bevor wir hier losgraben, verabschiede ich mich für heute. Und wie es dann weitergeht mit dem Graben, ja, und mit unserem Wiggles-Clan, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.